noch wach, meine Mitbewohner, und So, die ja, Wände okay. sind dick genug, dass mich hier keiner lynchen wird, wenn ich hier alleine am vierten Stock unterm Dach anfange rumzuschreien. Deshalb, das sollte schon alles noch klappen. Abgesehen davon, ich warte jetzt auch einfach mal, dass das hier die volle King of the Hill Best of Five Sache wird. Und Wird dir natürlich gefallen, ne? Ja, noch schön bis würde mir abends, auf jeden dann kannst Fall du schön gefallen. schreien, ne? Und natürlich ist meine Kamera wieder kaputt und ich muss ganz kurz reconnecten. Dann reconnecte mal. Ich übernehme den Anfang auf jeden Fall mit nicht ganz so viel Geschreie und ja. Mal schauen auf jeden Fall, wie die Teams hier vorangehen. Es scheint auf jeden Fall wieder so, Tombola, der weiterhin mit seinem Reaper, ich muss noch eben kurz die Teams swappen, sehe ich gerade. So, haben wir direkt gemacht und ja, gehen auf jeden Fall direkt hier auf Seiten von Overclock direkt auf den Punkt. Und DDT, ja, wird jetzt erstmal wieder versuchen mit der Fire Mercy Combo, mit der Triple DPS Combo, ja, dagegen zu agieren und versuchen den ersten Pick hier zu kreieren. Aber scheint so, dass Shingen der erste ist. Luri fällt auf der anderen Seite, deshalb eine Pharah auf dem Schlachtfeld weniger und Tombolan sogar einfach nur die raus. Also als Reaper eine Pharah rauszunehmen, ist nicht ganz so leicht, schafft es aber trotzdem und es scheint so, dass dann halt Overclock dadurch dann auch den Punkt dann einnehmen kann. Anyone gibt sein Bestes nochmal, um hier einfach nur für Unruhe zu sorgen, aber oh, und Shing fällt. Shadeblade nochmal, kommt da auch nochmal mit dazu. Das war eigentlich ziemlich wichtig, aber trotzdem 3 gegen 2 jetzt hier und oh, Zucker, aber sie fällt, das ist ziemlich gut, das ist eine gute Eröffnung, aber ja, Tombola ist noch da, Anyone gibt sein Bestes auf jeden Fall. Wenn jetzt da von der Pharah die Raketen landen, wenn sie den Tombola irgendwie rauskriegen, dann wäre es vielleicht, passiert, aber ja, Luri macht einfach einen Strich durch die Rechnung und die ersten Prozente gehen an Overclock. Ah, da hatte ich jetzt fast erwartet, dass Anyone das noch irgendwie dreht. Die Pulsbombe war fast perfekt, hätte fast mehrere Leute erwischt, aber es sollte dann doch nicht sein. Der Punkt geht an Overclock und das ist ein sehr frühes Primal Rage hier von Kai, dass er sofort zündet und das wird hier wertvolle Prozente an Overclock abgeben, die wirklich jeden einzelnen kleinen Vorteil, den sie haben können, im Rauch und sie. Und hier kommt der Push von mehreren Seiten, kommt den Tier rein. Kommen sie auf jeden Fall rein, nehmen direkt die ganzen 2 Kills mit, legen hinterher mit Lodiges Rocket Barrage. Und damit, ja, der Punkt ist geklärt. Der wird auf jeden Fall auf Seiten von den T gehen. Und ja, jetzt der nächste Fight wird interessant, weil wir haben wieder einen Death Blossom auf Seiten von Tombola. Und wie er das hier einsetzen wird, das frage ich mich gegen Triple DPS. Ist Reaper eigentlich nicht der beste Pick, aber er scheint irgendwie durchgebracht zu haben. Ich glaube, Tombola muss jetzt irgendwie seinen Death Blossom irgendwie mal zünden, raushauen, aber Anyone mit dem schönen Eröffnungspick auf Shingen und das bedeutet, dass Overclock sich hier zurückziehen muss, werden warten, dass Shingen wiederkommt. Shingen, denke ich, ein wichtiger Teil von ihrer Ult-Kombo, die sie jetzt gerade im Moment besitzen und DNT kann dann nur einen Resurrect von Janus dagegen setzen, insofern müssen sie echt aufpassen und das richtig gut spielen. Also es hängt jetzt wirklich ein bisschen ab von Janus, wie DNT jetzt den nächsten Push von Overclock überleben wird. Zocker aber eröffnet. Ah, da kommt auf jeden Fall hier die Ultimate durch. Alles wird dann nochmal gezündet. Jetzt hier nochmal der Resurrect auch nochmal von Selinzen. Und ja, gehen wir jetzt hier auf den Punkt hier drauf. Das scheint so, als könnte der Overclock nur den Fight dafür sich entscheiden. Und ja, Lori setzt halt einfach nochmal hinterher. Scheint echt so, dass der Pharah ihn echt da gut kommt und dass er da auf jeden Fall sich mega wohl drauf fühlt. Und ja, kann auf jeden Fall da echt eine gute Leistung drauf zeigen. Und es scheint so, dass sich echt dadurch dann sogar Overclock langsam gefangen hat. Ja, und der Punkt wechselt jetzt die ganze Zeit die Hand hin und her, hin und her. Hier musste DNT richtig viel investieren, um den Push zu kriegen. Nevermind, Overclock hat alle ihre Ultis hier investiert. Oh, und Shadeblade pickt Zocker. Nein, der fällt aber auch, der fällt runter, wird einfach runtergeschubst. Sehr schade jetzt hier für Shadeblade, aber trotzdem, ja, 1:1 jetzt hier. Natürlich noch nichts gegessen. Anyone hat Pulse Bomb ready. Oh, die wurde komplett gerifft, nimmt aber fast den Kai auseinander. Aber kann leider nicht weiter drauf kollapsen. Und da zündet er auch direkt hier sein Primary Rage. Tombola versucht auf dich vorne mit dabei, alles Mögliche zu machen. Suso zündet auch nochmal sein Blade jetzt hier. Und kann da die Supports mitnehmen und jetzt natürlich gegen den Rest des Teams ist es einfach unmöglich. Jen ist aber nochmal mit dem Rest, aber vielleicht nicht ganz so kompliziert. Mal schauen, ob wir den Fight dann auch noch dann holen können. Holhawk und Shingen schubst sie alle wieder zurück und er kann sogar noch Jen rausnehmen. Anyone setzt dann nach. Recoil
gezündet. Und jetzt sind sie auf jeden Fall zu viel auf dem Punkt. Aber da, der Rest von Vincent, der ist super klatsch. Jetzt nochmal bringt hier DNT zurück. Und Shingen, oh, hat auch nochmal seinen Mate damit gerechnet mit dem Hoch gerade. Und Overclock 99%, wenn sie den Fight gewinnen, wäre das der erste Punkt hier für sie. Oh, die Pulse Bomb! Anyone, was ist das denn? Einfach mal komplett jetzt hier die Sache umgedreht und kann jetzt doch einfach den Punkt dann doch noch halten. Oh, Tombo, da war er im vollen Dodge-Modus, hatte Speedboost an alles und dann rennt er da aus Versehen in Tombola mit rein, hat die Bombe stuck an ihm und oh, was ein Turnaround. Ein bisschen lucky hier für DNT, aber super schöne Pulsbombe hier von Anyone auf den Lucio. Das ist nicht einfach, das zu treffen. Und Overclock wird sich jetzt gerade ein bisschen am Kopf kratzen, was da passiert ist. Und das wird jetzt nochmal richtig eng dadurch. Also jetzt erstmal schon die Schuldigen nochmal gefunden. Ja, wer war das? Wer ist uns reingerannt? Hm? Wer? Gib zu. Und ja, jetzt auf jeden Fall geht sie wieder vor. Und auch schon 70%. Also den Fight muss jetzt auch. Ja, wer den Fight gewinnt, der hat halt den Punkt im Endeffekt. Rocket Tumbler. Tumbler nimmt ganze Lodige raus. Ich weiß nicht, wie das macht als Reaper, aber hat einfach kein Problem mit Feuerspielern. Und ja, der Death Blossom 3, Leute! Passt sogar den vierten noch. Tumbler! Junge, Junge, Junge. Overclock dreht hier wieder zurück und ja, kann den Punkt, kann auf jeden Fall das Blatt wenden. Darf jetzt nur keiner mehr draufkommen? Ich glaube. Ah, Lodiger, der wird reinchargen, oder? Wird er reinchargen, bitte? Bitte? Ah, geht dann rein. Oh, mit dem Schild. Okay, ich meine, wer da reingeschaut, wird ja auch instant tot, ne? Kann ja man nichts machen. 1-0 auf jeden Fall für Overclock. Ja, Tombola, rettet da sein Team. Sagt, ihr könnt mich mit Pulsbomben beschmeißen, das ist mir egal. Ich drücke einfach cool, ich hole viel Kills und richtig stark. Und damit jetzt Overclock hier hat die Nase vorne. Und bisher, was mir auch richtig gut gefallen hat, war hier das Winston-Play von Kai. Der hat für richtig viel Disruption gesorgt. Er hat ist immer richtig schön reingegangen und er hatte insgesamt hatte er 2 Primal Rage, die er gezündet hat, und er hatte dann sogar am Ende noch 1 ready. Insofern, der hat echt gut Ult-Charge gefarmt, hat er gut für sein Team gearbeitet. Jetzt hier im Control Center entscheidet sich DNT mal wieder für die Mei auf Suzu. Suzu mit der Mei wieder da am Start, können sie auf jeden Fall direkt am Anfang eine gute Wall platzieren, nehme ich mal an, und mal schauen, wie das hier funktioniert. Schauen wir mal auf den direkt da drauf und ja, kann da leider gar keinen abschneiden, außer Kai vielleicht ein bisschen, der direkt nach vorne wird gestunt und sollte eigentlich mit seinem Leben bezahlen, aber Tombola wieder vorne mit dabei, kann einfach wieder den ersten Kill hier holen mit Shingen direkt den zweiten, und irgendwie scheint das DNT gar nicht gegen diese Double Shotgun Combo klarkommt. Da Tombola fast mit dem nächsten Kill sogar noch, und ja, der Punkt sollte ganz klar an sie gehen. Also hätte ich ja jetzt eigentlich gesagt, dass Suzu mit der Mei hier Tombola countert. Dann Tombola muss so nah an die Mei ran und wird dann einfach die ganze Zeit gefrozen werden und kann sich nicht wirklich als Reaper frei bewegen. Jetzt switcht allerdings Suzu auch sofort auf den Roadhog, wird schon wieder von Tombola rausgenommen. Da macht gerade echt eine gute Performance hier. Da denkt man sich echt, ob Reaper einen Buff braucht überhaupt, wenn er ihn spielt. Und wir können auf jeden Fall jetzt hier weiter nach rechts gehen. DT. Oh, der Hook ist böse. Der Hook ist richtig, richtig böse. Overclock on fire gerade. Also aber da passt alles. Die treffen jetzt euch. Die lassen DNT in sich reinlaufen. Und DNT rennt jetzt zurück zum Spawn. Die müssen echt mal ein bisschen hier resetten. Einfach gucken, was so das läuft und sich was Neues überlegen. Allerdings, ja, die haben eine schöne Ultcombo mit dem Ashatter und dem Resurrect. Ist auch auf jeden Fall ziemlich korrekt auch, dass die, ja, sag ich mal, ne, nicht auch extra jetzt hier DNT gewinnen lassen, damit die halt ein Ezuka-Finale haben, sondern, oh, der Schütter, der knallt doch nochmal ordentlich rein von Lulliger. Sie geben hier wirklich ihr Bestes und Overclock bis jetzt scheint auch einfach besser zu sein, und die möchte halt einfach auch vielleicht unbedingt gegen MPF hier spielen, man weiß es nicht, man kann es nur vermuten. Es scheint auf jeden Fall so, dass sie einfach beide Teams ihr Bestes geben, sich ja ordentlich, ja, an den Kragen gehen einfach mal. Und ja, Shade wird jetzt alleine, kriegt einfach mal Rocket Barrage ins Gesicht. Keine Chance für ihn. Schon 60% jetzt hier für Overclock. Ja, das war gut gemacht hier von Overclock. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass DNT hier den Fight wegnimmt. Janice mit einer sehr frühen Resurrect Tombola jetzt zu aggressiv, aber sie versuchen den Fehler auszumerzen, indem Kai hinterher springt. Aber das wird ihnen jetzt zum Verhängnis werden, denn Loliger kann ihn mit dem Hammer hauen. Oh, Loliger wird zurückgetradet. Und Kai lebt noch. Ich weiß nicht, wie Kai das überlebt hat. Anyone zündet das Dead Eye? Primal Rage? So, kriegt ihn, kriegt ihn, oder? Ja, 100%. Ich nehme den Kai direkt hier raus. Wunderbar eingesetzt halt hier direkt die eine Ultimate, um die andere zu kontern sozusagen. Zu viel nach oben geschaut. Nein, der kriegt sogar noch Schenken. Wunderbar. Eine Flashbang. Kommt ihm da echt zugute. Bis jetzt echt gute Usage davon. Und Loliger an der Seite jetzt hier mit dem Hammer kann natürlich sein Team da unterstützen. Aber der Trick bekommt hier. Ah, da kommen sie jetzt langsam alle rein. Da hat 100%. Linz muss Resurrect können, wird allerdings vom Nano-Reinhard rausgenommen und endlich, besser spät als nie, holt sich den Punkt, 99% hier für Ezuka Overclock.
Und ja, Ults würde ich mal behaupten, sind relativ ausgeglichen. Hier Lulliger mit dem Earthshatter, Schengen mit dem Holehawk. Insofern die großen Tank-Ultis sind da. Und Overclock geht über die Treppe rein. Schauen, wie das hier funktioniert. Spielt noch direkt wieder mit dem Kai vorne dran. Shatter nur auf Schengen drauf, aber trotzdem, ja, wichtige Gefahr hier. Wird direkt rauskommen. Slinzen aber direkt mit dem Res und da natürlich. Jetzt kann Schengen wieder mitspielen und direkt mit dem Holdout da antworten. Luri hat sogar schon wieder wunderbare Antwort hier. Und es scheint so, Izuka Overclock, die möchten das Ding jetzt endlich mal hier finishen. Die möchten unbedingt den Punkt hier einnehmen. Und das tun sie auch. Ja, Luri, der findet sich echt selber wieder in der Fire, also das ist richtig stark, was der macht, bringt viel Damage und jetzt steht schon 2-0 hier auf Lijiang und wenn Overclock den nächsten Control Point nimmt, dann haben sie Lijiang einfach mal 3-0 gegen ihr, gegen Izuka DNT weggenommen und das ist etwas, was glaube ich niemand erwarten würde. Dann kommen sie damit ins Finale, haben Izuka DNT einfach mal die Chance zum Finale genommen. Ja. Dürfen sich dann nochmal gegen MPF beweisen. Also das wird nochmal richtig spannend hier, richtig interessant. Und ich freue mich mega einfach, dass dieser Hero Series Cup dann auch ja, so viel an Wert gewonnen hat, dass die Teams auch so richtig scheuern. Man merkt halt wirklich, ne, die wollen es einfach. Die sind so richtig on fire, die haben richtig Bock. Und ja, wie wir es auch schon im Chat lesen können, die haben halt Bock, die würden auch schon bis 3 Uhr morgens noch spielen. Das ist auf jeden Fall. Und das ist, muss man auch unheimlich respektieren. Also großen Applaus hier an die Teams, die einfach mega viel Energie auch immer mitbringen. Jetzt hier allerdings entbrennt der Fight hier im Garten auf dem Legion Tower, so in etwa halb hoch den Tower und Zuzu pickt hier schon fast Zocker-ABC und Tombolo geht down. Ja, direkt mit 2 Kills hier eröffnet, da auf jeden Fall wunderbar läuft es jetzt erstmal hier für DNT. Die Frage, wie sie es halt weiter betreiben, Shingen kann mit dem Hook zwar antworten, aber muss halt noch viel, viel machen, um irgendwie den Punkt zurückzuerobern. Es dauert noch ein bisschen, aber es ist Zocker-ABC, der auf dem Punkt da einfach die ganze Zeit hier die Sache jetzt stallt und fällt dann doch noch im Endeffekt. DNT sollte das eigentlich einnehmen, aber es ist halt wieder dieses Rumgetrickle, wir kennen es halt. Und wenn sie es halt nicht schaffen, hier auf Seiten von Overclock den Punkt einzunehmen, dann geben sie einfach nur richtig gut Ultras hier gerade an DNT und das kann DNT dann wunderbar gleich usen. Ja. Obwohl Schengen hat auch schon 82%, der hat definitiv auch ein paar Shots getroffen, als er da auf dem Punkt noch gegen DNT gefightet hat. Insofern ist es nicht alles verloren, aber natürlich hier ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich glaube vom Ultra-Chair ist es sogar relativ ausgeglichen, denn Selinsen hat bald das Resurrect hier ab. Und sie versuchen hier durch den kleinen engen Gang zu kommen und da wird natürlich Shadeblades Holehawk richtig stark sein. So mit dem Pick auf Lori. Ja, richtig stark, Lüdiger. Shatter ist ready, er wartet wieder auf den richtigen Moment, nimmt hier Schengen nochmal mit einem Firestrike raus und ich glaube, ja, muss sein Ultimate gar nicht mehr zünden, schon 30% hier, 5 Ultimates, schon fast 6 Ultimates ready und ja, haben wir gesagt, mit dem Trickle am Anfang haben sie jetzt so viele Ultimates, mit denen sie spielen können und brauchen nur noch 60%, also das können sie wunderbar jetzt hier, können sich wunderbar absprechen, was sie jetzt benutzen. Oder hat er noch versucht, sich von der Map zu stürzen, wurde allerdings von Zuzu denied, der sich dann doch noch das kleine Kännchen Ultcharge abholt und damit auch jetzt seine Ulti ready hat. Und das sind hier 5 Ultis für den T. Für den letzten Hold mussten sie überhaupt nichts verwenden. Und Overclock ist so auseinander und komisch gestorben, dass sie auch nicht wirklich Ultcharge zurückgekriegt haben. Also DNT hat jetzt alle Chancen, das Spiel mitzunehmen. Sind jetzt schon bei 65%, 6 Ultis. Also wenn sie das jetzt nicht halten, das wäre ein mega Upset. Anyone mit dem Biki Deadeye. Okay, Zuzu. Triple Kill. Immer so. Oh, aber Quadra Rest. Und da kommt direkt der Shatter von Lolliger. Alle liegen sie auf dem Boden. Und der Holdog ist halt wunderbar an dieser Stelle. Aber für den Kill hat es bis jetzt noch nicht gereicht. Jetzt aber kommt einer nach dem anderen hier rein. Tombola. Vielleicht kann er noch ein bisschen antworten, aber es scheint halt so, als würde er ganz klar für DNT hier gehen. Tombola fällt auch noch an der Seite. Nein, 92. mit dem Rest. Aber trotzdem, keiner kann mehr da drauf. Und ja, DNT schlägt zurück. Das Imperium, das ist super. Oh, da kommt Zocker-ABC, kommt noch rein und hat auch die Sunbury on zu stallen, zündet sie allerdings nicht und geht down und das könnte wieder ein weiteres Ende sein für die Trickle-Versuche von Overclock. Schöner der Charge von Lulliger war auf jeden Fall ziemlich lecker. Jetzt kommt hier noch die Transcendence rein. Das heißt, Lulliger kann einfach nur wie wild hier rumschwenken gegen Tombola. Wird sogar nochmal hoch komplett auseinandergenommen von ganz DNT und Shingen alleine. Macht auch nicht mehr viel. Wird einfach rausgeschubst. Adios, amigos. Und ja, damit DNT 2-1 steht jetzt. Doch nochmal irgendwie reingekommen, aber dann DNT
macht das Cleanup. Der Hausmeister war da und 2 zu 1. BNT kommt, wie gesagt, hier nochmal ran und mal gucken, ob Overclock jetzt wieder die Form von den ersten beiden Checkpunkten finden kann und BNT einfach hier aus der Map schiebt und sagt, wir gewinnen das jetzt hier. Und was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, Luri hat einfach nicht so gut gespielt jetzt auf der Garden Stage. Ich glaube, er wurde da ein bisschen von Susus Pharah auseinandergenommen. Er hat da die Luftduelle verloren und das hat ihm dann den Garten verloren. Aber jetzt hier neue Map, neues Glück, Control Center mal wieder und keine großen Aufstellungsveränderungen. Tumbler wieder auf dem Reaper. Tumbler bleibt da echt immer noch drauf. Ich meine, hat ja auch eigentlich wunderbar funktioniert und ja, ist jetzt die Frage, ob das da diesmal ein bisschen besser funktioniert. Ich will auf die Pharah hier drauf, aber kommt wohl irgendwie nicht. Keine Ahnung. Wird auf, ja, das wird doch sogar rausgenommen auf von Luri. Also da hat er es, glaube ich, gerade gehört, was du gesagt hast. Und wollte erstmal direkt vom Gegenteil, wollte sich vom Gegenteil überzeugen. Shingen jetzt hier an der Seite, kann vielleicht nur auf Shadebait landen. Der ist ein bisschen alleine, ein bisschen verloren. Und ja, kann sich jetzt erstmal healen. Da kommt aber Shingen, nimmt ihn mit der von Zocker ABC raus. Und ja, der Punkt erstmal geht hier an Overclock. Mal schauen, ob noch mal zurück. Weil er holt sich dann doch noch zwei Kills und damit ist es hier ein 4 gegen 4 auf dem Punkt. Ulliger wird gehuckt, geht down, Shingen zündet den frühen Holehawk, wird da anyone gegen die Wand pinnen. Und Selinsen geht aber auch down. Dementsprechend hier Jan ist die einzige Mercy auf dem Punkt. Es kann nur eine geben. Zündet hier anyone zurück und ja, sehr, sehr chaotischer Fight, aber die Prozente ticken für Overclock. Insofern können sie da nicht allzu unglücklich drüber sein. Weiteres Holehawk von Shadebait. Holehawk kommt nochmal raus. Ulliger, der Shadow war nicht ganz so super. Tombola konnte den ganzen mit dem Shift natürlich ausweichen. Oh, der Charge aber macht wieder alles sauber. Und ja, kann einfach Zocker ABC rausnehmen. Wunderbar gemacht, DNT. Will den Punkt hier langsam wieder einnehmen. Und ich glaube, das schaffen sie auch, wenn ich die Pharah jetzt hier. Wenn es Lurid jetzt nicht das ganze Team auseinander. Rocket Rush nimmt zwei. Aber anyone an der Seite kann ihn da direkt den Shutdown liefern. Und ja, Susi setzt auch nochmal nach. Hat auch gleich sein Dead Eye fertig. Und ah, doch, nach einer langen Zeit können sie dann doch den Punkt dann einnehmen. Ja, DNT kommt jetzt nochmal zurück. Zocker ABC. Und Zocker ABC ist ein. Tschüss. Und tschüss, genau das. Und das kostet jetzt natürlich richtig Zeit für Overclock. Also da verlieren sie jetzt wertvolle Prozente, die DNT eigentlich nicht verdient hätte, so sagen wir es mal so. Und das wird jetzt auch richtig schwer, weil DNT hat diese Rocket Barrage und ich glaube, hier auf dem Control Center ist das relativ stark, um einfach mal einen von den Eingängen wegzuzonen und einfach da mal klar Schiff zu machen. Aber Overclock entscheidet sich für den schnellen Push. Der Klopp kommt jetzt hier an die Seite rein, sagt einfach, ihr kommt nicht hier ins Finale rein und wird da auch nochmal gezündet. A1 nimmt da die ganzen zwei mit und Doliger mit dem Charge setzt hinterher. Also da sagt dann doch DNT, wir möchten unbedingt hier ins Finale rein und können den Punkt weiterhin halten. Ja, und da hätte Kai jetzt wirklich richtig krasse Sachen machen müssen, um hier das Deadeye von anyone rauszunehmen. Da muss Overclock wahrscheinlich umstellen für das nächste Deadeye, denn sie haben nichts, was das wirklich schilden kann. Wenn anyone dort oben ungestört auf dem Highground steht, dann wird er da jedes Mal Schüsse nach unten treffen können. Aber Overclock unbeknüpft ihn gleich wieder rein. Und da kommt diese Rocket Rush. Direkt von Luri, hier geshutdown. Sie sind doch gleich wieder Rest ready, wenn sie jetzt alle sterben hier. Könnte sie auf jeden Fall einen guten Rest landen. Macht's auch direkt. Drei sind wieder da am Start. Tombola direkt mit dem Kill hier. Aber auf der Seite Jen ist ja wunderbare Antwort. Luriger mit dem Charge wird aber direkt abgeholt. Und jetzt sind nicht wirklich viele Ultimates ready. Luriger, dein Ziel ist halt tot. Und ja, jetzt Shadebait kann auf jeden Fall einholen. Wird aber von Tombola da mal eben an der Seite genascht. Und ja, Susu jetzt alleine und kann da auch nichts mehr tun. Overclock nimmt den Punkt wieder ein. Ja, sie brauchen, Overclock braucht aber ewig, um hier Janice und anyone zu töten, dafür, dass es nur ein McGee und eine Mercy waren und sie zu 5 auf dem Punkt standen. Oh, Kai stirbt noch. Realisiert, dass sie hinter ihnen war. Und Kai geht auch noch zu das Punkt down, der sich, der auf den Zenyatta, der hatte den Zenyatta schon länger, ich hab's einfach nur nicht mitbekommen. Keine Sorge, ich auch nicht, ich hab's auch nicht direkt gedacht, aber ja, 70%, das wird jetzt nochmal richtig knapp, ne, wer hier die Sache holt, also wenn Overclock das zumindest holt, dann sind sie damit im Finale drin und DNT möchte natürlich das Ganze nochmal zum fünften Teil der Map hier fahren und da mit dem Shatter, der ging in die Bubble rein, der ging leider nicht getroffen, Luriger,
Wir sind doch so Gutes von ihm gewohnt und hier wieder Edward. Jetzt hier direkt gehockt. Alles Mögliche wird der gezündet. Transcendence, Soundbarrier auf beiden Seiten hier. Möchte man das Team am Leben halten, aber Luri mit seinem Rocket Brush kann gerade mal ein 2 holen. Direkt hier wird Resurrect gezündet. Und Overclock. Overclock. Overclock holt und damit sind sie im Finale. Overclock nochmal mit so einem richtigen Clutch-Fight. Wunderbare Rocket Brush und noch der Res hinterher, um die ganze Sache sicher zu machen. Und ja, Ladies und Gentlemen, MPF hat noch damit eine Chance, ins Finale zu kommen und ja, es zu einem Nicht-Izuka-Finale kommen zu lassen. Da schauen wir nochmal schön das Play of the Game hier an. Von Anyone, wunderbare Puls vom Team, wie du gesagt hast, wurde da reingejumpt ist. Das ist natürlich richtig bitter einfach. Zocker, aber sie wird sich richtig schämen, oder? Sie wird sich richtig schämen. Aber ja, damit ist, glaube ich, MPF auch qualifiziert für das Offline-Finale in Karlsruhe. Nein. Hallo. Oh, dann habe ich das verstanden. Ach, ich war so gehypt jetzt gerade. Verdammt. Noch nicht ganz. Sie müssen noch das Finale dieses Turniers hier gewinnen. Willkommen zurück am Analyst Desk. Und